Lisa, was treibst du denn da? Ich komm gleich. Seine billigen Pralinen soll er sich doch an die Backe schmieren. Ich will wenigstens wissen, wofür ich ihn noch mehr verabscheuen kann. David! Liebe will nicht. Liebe ist. Ist irgendwas passiert? Nee, ich wollte einfach nur ein bisschen alleine sein. Um Trübsal zu blasen? Quatsch, ich, Ah, das war David, oder? Wie kommst du jetzt auf David? Naja, es klingelt, es kommt niemand rein, du flennst. Ich flenne überhaupt nicht. Es war David, den du weggeschickt hast. Und wenn? Okay, ich quäle dich nicht länger. Hey, ich habe eine Überraschung für dich. Aber ich hoffe, eine angenehme. Ja, ich weiß doch. Wenn man ein Vierteljahrhundert alt wird, dann will man nur noch angenehme Überraschungen haben. Oh. Findest du mich etwa ein? Na, ich würde sagen, eine 150-jährige Schildkröte ist nichts dagegen. Jetzt erzähl schon. Ich habe eine Location. Wie, für Biester? Für den Showroom? Mhm. Super hip und sehr geil für unsere Produktlinie. Toll, ich fühle mich auch gleich viel, viel jünger. Mhm. Wie eine 120-jährige Schildkröte? Sogar 119. Wow. Komm, wir gehen feiern. Ja. Danke, Herr Haas. Noch irgendein Wunsch? Nein, danke. Tut mir leid, wenn ich dir den Abend jetzt verdorben habe. Aber das hast du doch nicht, Sherry. Der Brief ist einfach zum falschen Moment gekommen. Wie meinst du das? Naja, du bist eben noch nicht über ihn hinweg. Du liebst ihn immer noch. Hugo, das stimmt nicht. Du brauchst dir nichts vorzumachen. Und mir erst recht nichts. Für seine Gefühle, so konfus sie auch sein mögen, muss man sich nicht genieren. Was wirst du jetzt tun? Nichts. Hugo, die Sache mit uns... Ich hätte niemals mit dir geschlafen, wenn ich dich nicht lieben würde. Das weiß ich. Aber ich weiß auch, dass... Man kann auch zwei Menschen lieben. Den einen mehr und den anderen eben ein bisschen weniger. Und eines Tages kommt vielleicht der Moment, wo sich die Gefühle in eine andere Richtung entwickelt haben. Wir sollten jetzt langsam aufbrechen. Aber warum denn? Ist doch noch früh. Ich brauche meinen Schlaf. Und du denn deinen. Doch, doch. Du hast natürlich recht. Ich hätte es nicht tun sollen, ohne dich zu fragen, aber ich dachte, es sei in deinem Sinne, Richard so schnell wie möglich der Presse zum Fraß vorzuwerfen. Das war auch mein erster Impuls, ehrlich gesagt. Aber das war noch, bevor mir Marielle den Kopf gewaschen hat. Und Lisa, die knallt mir schon die Tür von der Nase zu. Ja, sorry. Ach was, schwamm drüber. Aber willst du mir nicht endlich mal sagen, warum du in letzter Zeit so von der Rolle bist? Wieso, was meinst du denn? Ach komm, das weißt du genau. Max, dazu sind doch Freunde da. Was ist es? Immer noch diese Frau? Yvonne? Ja, schon, aber es ist viel komplizierter. Vielleicht kann ich dir helfen. Ich fürchte nicht. Liebst du sie? Ja, doch. Vielleicht. Kann sein. David, sie ist schwanger. Was? Das ist doch toll. Warum sagst du mir das nicht gleich? Ein kleiner Petersen, ich glaub's ja nicht. Ach, David. Was ist es denn? Du liebst sie doch, oder?
Hast du Angst davor, Vater zu werden? Ich kann das verstehen. Mir wäre da auch mulmig dabei. Aber das ist es doch nicht. Jedenfalls nicht allein. Ja, was ist es dann, verfluchte Mann? Ich weiß doch noch nicht mal, ob das Kind überhaupt von mir ist. Ja, wer kann denn das so spät noch sein? Yvonnechen, ich wollte nur schnell der Lisa gratulieren. Du, die Party ist vorbei. Warum bist du nicht früher gekommen? Es ging, ich war irgendwie total neben der Spur. Ach du Arme, da komm mal mit rein. Du hast noch genug Kuchen da. Nee, Lisa schläft allerdings schon. Ich darf die letzte S-Bahn nicht verpassen. Wo willst denn du so spät noch hin? Ich will zurück nach Berlin. Ich halte sie einfach nicht aus. Ich will einfach nur in mein WG-Bett und... Was tuschelt ihr da im Flur? Habt ihr Geheimnisse von mir? Also dann sag Lisa alles ja. Liebe von mir. Ja, und ich sehe sie ja dann in Berlin. Ich muss jetzt wirklich los. Ja, tschüss. Und pass auf dich auf. Mhm. Hast du Yvonnechen rausgeschmissen? Ach, hier doch keinen Stuss. Sie will unbedingt noch nach Berlin. Kann einem leid tun, das Mädel. Mensch, das regnet doch gleich. Ich hätte sie doch gefahren bis zum Bahnhof. Ach, doch nicht deswegen. Wegen dem Baby. Nun stell dir mal vor, unser Mädel würde so in der Patsche sitzen. Würde die nie. Mäuschen. Die hat doch uns. Ja. Mariella hat recht. Wie oft habe ich mich von David schon einwickeln lassen? Ich war doch wachs in seinen Händen. Wenn er mich ausgenutzt hat oder enttäuscht hat, jedes Mal habe ich mir geschworen, nie wieder. Und dann ein Lächeln von ihm, eine kleine nette Geste und schon... Aber dieses Geburtstagsgeschenk, heißt das nicht, dass er mich mag? Wirklich mag? Und zum Dank knall ich dämliche Kuh ihm die Tür vor der Nase zu. Andererseits sollte ich stolz darauf sein. Endlich habe ich ihm mal Kontra gegeben. Geschieht ihm ganz recht. Und warum bin ich da nicht stolz auf mich? Guten Morgen. Das mit gestern Abend, das... Auch schon da? Ja. Naja, die Party und die ging dann doch ein bisschen länger. Trotzdem erwarte ich, dass meine Mitarbeiter pünktlich zur Arbeit erscheinen. Ich dachte, der Erfolg von Beastyle sei dir so enorm wichtig. Ich tue, was ich kann. Dafür lässt du es aber reichlich ruhig angehen. Du kannst ja als Gesellschafter eine Steche für die Geschäftsführerin beantragen. Was ich beantrage, ist eine andere Geschäftspolitik. Es ist absolut lächerlich, alberne Stoffbeutel zu produzieren. Mit diesem Schwachsinn werden wir Kerima nie zurückerobern. Diese albernen Stoffbeutel sind jedenfalls nicht so schäbig wie euer Rufmordversuch. Kannst du überhaupt noch in den Spiegel gucken, David? Das lass mal meine Sorge sein. Wann begreifst du endlich, dass wir mit deiner Kindergartenidee nichts erreichen werden? Kindergartenidee, das werden wir ja sehen. Das sehe ich jetzt schon. Du siehst überhaupt nichts. Sonst hättest du schon gesehen, dass wir in kürzester Zeit sehr erfolgreich sind. Peanuts. Überhaupt keine Peanuts. Aber du bist ja die ganze Zeit damit beschäftigt, die erbärmlichen und widerlichen Methoden von Richard zu kopieren, statt uns ein bisschen zu helfen. Wobei, beim Stoffbeutel nähen? Nein, das liegt ja nicht in deiner Fähigkeit. Wir wollen heute einen Showroom besichtigen. Vielleicht kommst du mit und kannst ein paar gute Ideen zusteuern. Den Showroom kann ich mir auch ohne Besichtigung lebhaft vorstellen. Ein gammeliges Kellerloch, aber ungeheuer hip. Die gesamte Pressetritt ist breit. Mein Telefon klingelt unaufhörlich. Im Wohlfahrts werde ich kaum noch gegrüßt und hinter meinem Rücken wird nur getuschelt. Richard, es tut mir wirklich leid. Ach ja. Und das soll ich dir glauben, ja? Du steckst auch mit David unter einer Decke. Buchstäblich sogar Nacht für Nacht. Ich hab es nicht gewusst. Euch hat's wohl schon vor der Ehe die Sprache verschlagen, was? Erzähl doch deinen Quatsch, wem du willst. Hätte ich davon gewusst, dann hätte ich es verhindert. Ach, Mariella. Du hältst doch so oder so zu ihm. Oder sollte mir entgangen sein, dass du die Verlobung bereits gelöst hast? Spar dir deinen Zynismus! Ich und zynisch? Mariella, das ist hier eine gottverdammte Verschwörung gegen mich! Und Sie brauchen sich gar nicht einzubilden, dass ich Ihr Unschuldsgetue nicht schon längst durchschaut hätte. Aber das werden Sie früher oder später auch noch mitbekommen. Schönen Tag. Lassen Sie sich von ihm nicht einschüchtern. Er beruhigt sich schon wieder. Am besten, wir gehen jetzt noch mal zum Tagesgeschäft über. Ich würde es ja sehr gerne, aber David schießt jetzt auch gegen mich. Ihm gefällt die Richtung von Beastyle überhaupt nicht mehr. Na, dann müssen wir dafür sorgen, dass er seine Meinung ändert. Wo mein Sohn Nahrungssäcke ist,
weißt du? Erst verschwindet der Hals über Kopf in diesem halbgaren Teenager. Kaum bin ich drüber hinweg, versucht er mich mit seinen Briefen wieder einzulullen. Das ist doch nichts Neues. Das Spiel hat er mit mir auch schon des Öfteren getrieben. Ja, deshalb bist du auch die Einzige, mit der ich überhaupt drüber reden kann. Was gibt's denn da groß zu reden? Deine und meine Erfahrung sollten ja wohl reichen. Ja, warst du immer konsequent? Nee, keineswegs. Aber ich habe ihm, weiß Gott, lang genug nachgeheult. Mir wird jetzt sowas nicht mehr passieren. Ja, das habe ich auch gedacht. Und was passiert? Ich bin völlig neben der Spur. Dann mach den nächsten Brief halt nicht mehr auf. Da hat er mir auch noch ein Flugticket geschickt. Damit ich nachkomme. Ehrlich? Ja, das verwirrt mich ja so. Er hat diese Briefe offenbar nicht nur aus Gefühlsduselei geschrieben. Ausgerechnet jetzt, weißt du, Hugo ist wirklich das Beste, was mir in letzter Zeit passiert ist. Und nun das, Inka. Was sagt dir denn dein Gefühl? Würdest du ganz gerne fahren? Ja, ich bekomme ja wohl noch was raus. Was glauben Sie eigentlich, wie lange ich das Mädel schon kenne? Da hat sie noch in die Windeln gemacht. Würden Sie mir freundlicherweise mein Wechselgeld geben? Und ich lasse es nicht zu, dass irgendjemand so mit ihr umspringt. Mit wem? Yvonne. Yvonne Kubala. Wie bitte? Woher will... Und was geht Sie das überhaupt an? Das tut doch jetzt nichts zur Sache. Ich bin hierher gekommen, um Kaugummi zu erwerben und keine Lebensberatung. Ja, die kriegen Sie gleich gratis dazu. Wenn Sie Ihre Hose schon nicht oben lassen können, dann tragen Sie wenigstens die Konsequenzen. Wenn Sie schon alles wissen, dann hören Sie wenigstens die ganze Wahrheit. Das Kind ist möglicherweise gar nicht von mir. Was bilden Sie sich eigentlich ein? Yvonne ist keins von den Flittchen, wie Sie sie wahrscheinlich aus Ihren Kreisen gewohnt sind. Und jetzt verlassen Sie den Laden, bevor ich mich vergesse. Sie unverschämter Feigling, Sie Wüstling, Sie Schwein. Wir hasten in letzter Zeit nur noch aneinander vorbei. Das sollten wir dringend ändern. Darf ich dich heute zum Lunch entführen? Tut mir leid, ich habe über Mittag einen Termin. Kannst du den nicht verschieben? Das wird nichts nützen. Warum nicht? Weil du auch einen hast. Genauer gesagt denselben. Wir werden gemeinsam eine Location besichtigen. Du redest nicht zufälligerweise von Lisa Plenskes dubiosem Showroom. Du kannst Gedanken lesen. Wenn ich Lisa schon nicht von ihren unprofessionellen Herrengespinsten abhalten kann, werde ich den Teufel tun, sie darin zu unterstützen. Manchmal bist du so ein Ignorant. Frau Plenske und ich, wir haben innerhalb kürzester Zeit etwas Vielversprechendes auf die Beine gestellt. Was hast du denn für Biestei getan? Du stehst überheblich daneben und mokierst dich. Eine fantastische Leistung. Du kannst von mir nicht erwarten, dass ich mich in etwas reinknie, dass ich für völlig aussichtslos, für hirnverbrannt halte. Hast du einen Gegenvorschlag? Es ist ein Anfang, David. Wir positionieren ein neues Label mit... Mit Ramschware, so sieht's auch aus. Du hast zwei Möglichkeiten. Du kannst zusehen, wie andere ohne dich Haute Couture machen. Oder du packst einfach mal mit an. Beim Stoffbeutel, nee, ich weiß. Kommst du nun mit oder nicht? Ach, ich weiß nicht, ob das eine gute... Denk lieber nochmal nach. Wenn du dich professionell verweigerst, könnte ich im Gegenzug auf den Gedanken kommen, privat zu streiken. Weiber, warum bin ich nicht schwul? Wie bitte? Wenn es drauf ankommt, halten Sie wie Pech und Schwefel zusammen. Ich verstehe gar nichts. Weiber, welche Weiber und was soll das schwul? Ach, vergiss es. So wie es aussieht, müssen wir uns unserer Verantwortung stellen. Führt nichts dran vorbei. Du kennst doch diesen Spruch, Männer und Frauen passen nicht zusammen. Mhm. Bisher hast du dich auch immer sklavisch dran gehalten. Das heißt immer genauso, mit ihnen geht's nicht, ohne sie aber auch nicht. Mon Dieu, was für ein Durcheinander. Wer soll denn noch einen klaren Kopf behalten? In dem heillosen Durcheinander liegt doch gerade der Reiz, oder? Hugo, willst du eigentlich auf was Bestimmtes hinaus? Inzwischen weiß ja wohl jeder, dass Britta und ich... Dieser Thomas, das ist doch Timos Vater, oder? Mhm.
Und mein Ex. Und gewissermaßen auch Brittas Ex. Sonst noch Fragen? Ja, wie ist denn der so? Willst du was von dem? Der steht nur auf Frauen. Auf so ziemlich jede. Das wollte ich nicht wissen. Ja, ich weiß doch. In Kurzfassung, er ist ein Versager, unverantwortlich, egoistisch und ein Charakterschwein. Wirklich? Wirklich. Das Dumme ist nur, die wenigsten Frauen kommen wieder von ihm los. Und selbst ich könnte noch immer für nichts garantieren, wenn er mich rufen würde. Bist du soweit? Hey, sag mal, ist das wahr? Von Bramberg ist ein Vergewaltiger? Woher soll ich denn das wissen? Kommst du bitte, ich will die Frau von Bramberg nicht warten lassen. Du, diesem Schwein traue ich halt alles zu, ne? Aber die hauen ihn ja richtig in die Pfanne. Sehr geil. David hat gesagt, dass er nicht zu solchen Mitteln greift und das ist das Einzige, was mich hier interessiert. Schon wieder David. Bitte, er hat nicht Wort gehalten. Ja, ist das was Neues? Ich meine, David ist so ein Schuft, eine gemeine Kreatur, eine Bestie. Hörst du bitte auf, Jürgen? Danke. Hör mit dem Gejammer auf. Das passt nicht zu einer jungen Unternehmerin. Eher zu einer Jungfer im Häkelkränzchen, ha? Komm her. Mann, Mann, Mann. Wohin gehen wir denn? Redest du jetzt nicht mehr mit mir, oder? Ach, soll eine Überraschung sein. Steig ein. Wohin fahren wir jetzt? Nicht wie du fährst. Was soll denn das? Wohin denn? Erstmal fährst du nach Hause und dort packst du ein paar luftige Sommerfähnchen in deinen Koffer und dann fliegst du zu Thomas. Aber bitte die Sonnencreme nicht vergessen. Woher weißt denn du von dem Ticket? Das spielt doch jetzt keine Rolle mehr. Hugo, ich weiß jetzt nicht, was ich sagen soll. Am besten gar nichts. Jedes weitere Wort tut mir unnötig weh. Hugo, du bist ein ganz großartiger Mann. Vielen Dank. Danke. Ich liebe dich, Britta. Ich werde dich immer lieben. Ich habe mir das ja nicht aus den Fingern gesogen. Alles im Internet recherchiert. Teuerste Modemarken veranstalten Shootings und Modeschauen in alten Werkhallen. Ja, der Kontrast macht den Reiz aus. Und so könnten wir hier das Image von B-Style etablieren. Mit einem ganz besonderen Touch. Genau, für unangepasste und aufsässige Jungmode. Ja, für Lumpensammler wäre das bestimmt auch ein idealer Lagerraum. Ja, kann vielleicht irgendjemand dem Snob sagen, wenn es ihm nicht passt, kann er auch gehen? Um Gottes Willen, dann würde ich womöglich noch die Highlights verpassen. Das Beste kommt bestimmt noch, oder etwa nicht? Vielleicht Ratten oder ein Meer von Kakerlaken? Was willst du? Gerne mit dir reden. Will ich nicht mit dir. Bitte, Yvonne, hör mir doch mal zu. Es tut mir leid. Ich war wie geschockt. Hab doch nicht im Traum daran gedacht, jetzt schon Vater zu werden. Ich war ganz einfach überfordert. Ja, ich war auch nicht darauf vorbereitet, das kannst du mir glauben. Das verstehe ich. Du verstehst überhaupt nichts. Sonst hättest du mich nicht als blöde Tussi hingestellt, die in der Gegend rumvögelt und dir einen Balk unterschieben will. Sollte mal was sagen, ich scheiß auf deine verschissenen Scheißalimente. Es geht doch gar nicht um die Alimente. Bitte. Kann ich nicht reinkommen? Wir müssen ja nicht die Nachbarn unterhalten. Glaubt irgendjemand, dass wir hier noch aufregende Entdeckungen machen werden? Ich habe dir doch schon angeboten, dass du gehen kannst. Je früher, desto besser. Wie kommst du zurück? Mach dir mal keine Sorgen, ich bin ja schon groß. Mariella, dass die beiden nicht wissen, wovon sie reden, ist ja verständlich. Aber du bist Profi.
Was willst du überhaupt noch hier? Wir wissen ganz genau, wovon wir reden. Und zum Glück ist Frau von Bramberg nicht so boniert wie du. Das ist wirklich nicht zum Aushalten. Komm mir vor wie im Kindergarten. Herr Decker, erklären Sie mir doch mal, wie Sie sich das Ganze so vorgestellt haben. Also, ja, ganz genau kann ich das ja nicht. Ich bin ja kein Architekt und auch kein Designer. Aber warum sind Sie ausgerechnet auf dieses Gebäude hier gekommen? Naja, es ist ja klassische Industriearchitektur. Und wenn man die Ziegelwände mit Holz, Stahl und Glas kombiniert, könnte man, glaube ich, einen richtig coolen Raum daraus machen. Und Platz für einen Workshop wäre auch genug da. Junge Designer bei der Arbeit. Also das ist jetzt mal so eine Idee. Man wird das alles noch im Detail ausarbeiten müssen, aber der Grundgedanke scheint mir schlüssig. Es passt perfekt zu unserer Zielgruppe. Ja, ich glaube aber, das funktioniert nur, wenn die beiden da hinten aufhören, sich anzugeben. Sie sind ja wie ein altes Ehepaar. Nur dafür habe ich die Firma ja auch gegründet. Aber dich interessiert überhaupt nicht, wie Jung und ich das Geld zusammenkratzen. Ich hatte ja auch alle Hände voll mit Kerima zu tun. Ach, und ich etwa nicht, oder was? Ich sitze auch die Nächte am Computer und guck mir die Augen glasig. Ich habe nie bestritten, dass du eine große Hilfe warst. Oh doch, das hast du oft genug. Darum geht es hier überhaupt nicht. Der Punkt ist, dass du plötzlich ein Modelabel aufbauen willst, ohne die geringste Ahnung von Mode zu haben. Und warum hilfst du mir nicht einfach, statt dir alles niederzumachen? Aber doch nicht bei diesem Kamikaze-Unternehmen. Weißt du was, dir ist echt nicht mehr zu helfen. Ja, und dir erst recht nicht. Ich glaube, ihr beiden braucht mal Zeit, euch so richtig auszusprechen. Wie sollt ihr haben? Hey!